Hi, Pferdchen. Aber hier scheint keine mehr zu sein. Doch, da hinten ist einer. Ich hab ihn gesehen. Aber sonst sehe ich hier keine mehr. Ah, es sind sogar zwei. Also um jedes Gebiet rum befinden sich welche. Also schön. Oh. Jetzt die Frage, wie viele haben wir jetzt schon besiegt? Beim Interesse selber. Also das eine Upgrade können wir uns auf jeden Fall schon holen. So. Ich hatte ein gutes Leben. Mein Herz war leicht auf der Waagschale. Und dies ist meine Belohnung. Anubis beschützt uns. Er schickt seine Wachen, auf dass unsere Seelen ewig in den Gefilden der Binsen leben können. Ohne Streit und ohne Leid. Nichtsdestotrotz stört irgendetwas die Harmonie. Spürst du es nicht auch? So schön. Du bist am Ende. Wir können es auf jeden Fall voll upgraden. Oh. Tut das gut. Halt die Fresse, ich bin gerade am Loot. Wir haben noch nicht alles. Oh, hier ist auch noch was. Oh, hier auch. Hier auch. Oh. Meins. Vielleicht können wir sogar noch was upgraden. Oh, das wäre so schön. Obwohl, eigentlich brauchen wir gar nichts weiteres. Ich werde auf jeden Fall keins von diesen Viechern mehr aufbauen. Das ist viel zu viel Arbeit. Es bringt viel mehr, wenn ich hier einfach nochmal reingehe. Beispielsweise. Oh, hier sind auch nochmal zwei. Oh, Mann. Oh, es tut so gut. Ach, verdammte Flammen! Es wäre irgendwie cool, wenn er den nicht nur wiederbeleben würde, sondern dann auch stärker machen würde. Wäre zwar zum Nachteil für mich. Dafür dann vielleicht nur halb so viel Leben oder so, keine Ahnung. Also einfach nur wiederbeleben, ist ja langweilig. Kann ja jeder. Was hast du jetzt zu suchen? Das sag ich dir nicht. Moment. Moment. Statt da gerade 20. Scheiße, ich hab nicht drauf geachtet. Wow, und der steht hier einfach immer noch. Ein schöner Tag heute. Hab ich hier unten jetzt alles? Ich hatte ein gutes Leben. Mein Herz war leicht auf der Waagschale. Und dies ist meine Belohnung. Halt die doch mal die Fresse. Oh, wir können so schön upgraden. Moment, aber irgendein Schatz fehlt uns immer noch. Was habe ich denn da eben dann für eine Truhe geöffnet? Das Boot gehört auch noch dazu. Ich dachte, das hätte ihr nur zwischengelagert. Ist interessant. Ah, schade. Ich bin es. Meine Sympathie sagen gleich tot. Aber nur weil ich im Totenreich bin, heißt es doch nicht, dass ich tot bin. So eine Diskriminierung. Nein, hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier nicht. Da ist was, aber hier nicht. Gucken, ob auf dem Boot noch was ist. Also, bis auf die Truhe hier natürlich. Ich meine natürlich an den Loot. Rechts ist noch was. Ja, aber auch nur eine einfache Truhe. Ah, ja, schade. War gerade so schön im Blutrausch. Im Blutlausch. Blutlausch. Blutrausch.
Tada. Anubis beschützt uns. Er schickt seine Wachen, auf dass unsere Seelen ewig in den Gefilden der Mitte. Von den Skorpionen her ist hier nichts. Nee. Ich werde upgraden, bevor ich in die Mitte gehe, keine Angst. Aber hier, sowas ist echt entspannt. Keine Berge und sonst was, man kommt locker überall hin. Weil wir sind jetzt eigentlich schon fertig mit der Map-Erkundung. Da hinten sind halt noch zwei, aber da kommen wir ja noch hin. Da kommen wir noch hin. So. Ah, verdammt, wir müssen nach oben. Shit. Shit, 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 shit. Diese Zone ist tabu. Wow. Ich würde das gerne ohne die Hauptmission erstmal machen. Hey. Wie bei unserem Erstgebiet, das wir erkundet haben. Einfach rein und dann. Oh! Wir haben versehentlich die Hauptmission schon geschafft. Seht ihr das jetzt? Da hatte ich mich aufgeregt, ey. Junge. Weil ich dann das Gefühl hatte, dass ich dann irgendwas übersprungen habe und dann irgendeine Mission nicht mehr machen konnte. Entsaft wegen dem einen Typen, da kann ich nicht. Ich noch im Kampf bin. Wegen den beiden Spacken da. Wir treiben gegen den vier Spacken. Was? Steck das weg! Mit dir. Oh fuck, da kommen noch ein paar mehr. Oh. Oh! Da kommen wirklich noch ein paar mehr. Aua. So. So. Den da brauche ich ja sowieso nur noch einmal treffen. Dann hätte er ja sowieso dann abbekommen. So. Jetzt müsste ich auch doch fallen sein. Da ich bei dem einen Gnadenschuss gemacht habe. Genau, jetzt wird es auch hier wieder angezeigt. Wunderbar. Zack. Nefer en Yenepu Penhena Renef. Ang Yenepu Penhena Kaif. Ist das der Ren? Er zieht mich hinter sich her. Ich sehe den gar nicht. Oh oh. Gut, dass wir hier eben ganz viele Leute herangezogen haben. Wo will der denn hin? Wow. Lol. Oh. Warte, Ren, ich muss da noch was töten. Doch voll bewusst hier gespawnt. Nur für das Video. Nur wegen der Quest ist das mit Sicherheit gespawnt. Wow. Ich werde ganz sicher nicht hinterher klettern. Wow. Wow. Warte auf mich, Licht. Du führst mich bestimmt nicht in eine Falle. Wie viele Schalen hier sind. Warte kurz, Licht. Ist hier zufällig... Ist hier Loot? Eventuell? Nee. Hier ist kein Loot. Also kein Steinchen-Dude.
Schön, dass das Licht auf mich wartet. Halt die Fresse, Ratte. Du bist voll eklig. Heavy, es geht wieder raus. Dich, du hast auch ein Problem, kann das sein? Der Ren ist in den Diener von Anubis geflohen. Ich muss ihn befreien. Befreien. Nein, ich wollte noch. Verdammt. Ihr Frieden. Sie war für Jahrtausende mein Schwert. Doch alle werden vereinigt, wenn die Pflicht getan ist. Und so soll es auch für dich sein. Nur 5000. Hey, und wieder ein Bogen, den wir nicht benutzen. Obwohl, der sieht gar nicht mal so unnice aus. Der hat schon was. So, aber wir gehen... Bevor wir das machen... Obwohl... Warte. Wir werden hier noch die zwei am Anfang hier uns noch holen. Und dann gucken wir mal, was wir alles upgraden können. Dann sehen wir auch von der Menge, ob wir da eben 20er bekommen haben oder nur 2. Auf wie süß. Ich find's immer noch doof, dass man keinen Zufallstropf von denen bekommen kann. Oder so als Währung so rumrennt. Weil die haben das ja definitiv da abgebaut. Dass das so wie Holz, Eisen und Kupfer alles ist, was man so bekommen kann. Aber der Loot zählt ja halt mehr so als Leder und sowas, was man dann sich zusätzlich holen muss. Irgendwie bin ich gerade fest. Ist irgendwie merkwürdig. Wie viel wir uns upgraden können. Oh. Also mindestens einmal definitiv. Wir haben 95. Also ja, dann würde ich doch sagen, dass das ein 20er war, den wir da bekommen haben. Oh, geil. Zack, und nochmal. Aber leider können wir nur ein weiteres noch machen. Bei 45. Aber uns fehlen nur noch 5, um dann nochmal zu upgraden. Also schon geil. Auch wenn ich mich gerade frage, wo wir einen Einzelnen her haben. Aber das ist ja Hilfsmittel, die benutzen wir ja sowieso nicht. Wenn das hier. Dann werden wir das hier halt noch einmal upgraden. Und dann werden wir die Klinge machen. Weil das ist total unnötig. Die Hilfsmittel sind total unnötig. Das machen wir nur noch so als... damit wir es haben.
quasi. Aber brauchen werden wir es nicht. Das ist das Kabel auf einmal. Achso, weil ich ja näher sitze wegen dem. Da war ja was. Genau, dann machen wir die Klinge. Ich glaube, weiter als da werden wir sowieso nicht kommen. Das war jetzt ja mehr so Glück, dass wir so viel Loot bekommen haben. Aber war auf jeden Fall geil. So, hier haben wir wieder zwei Fähigkeitspunkte. Die gönnen wir uns doch gleich mal. Machen uns da ein bisschen stärker und hier ein bisschen stärker. Ich würde sogar fast schon sagen, dass wir hier noch den Abstand verringern. Aber lassen wir es einfach erstmal so. Das passt ja. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ach, Ebo. Ich hab doch schon die Hälfte hier gekillt. Wow. So. Ich renne erstmal so durch. Und dann gucke ich danach, wo noch ein paar Schätze sind, falls ich nicht alle finden sollte. Wovon ich stark von ausgehe. Da ist noch was. Right Decision Gerät, yeah! Das sind ja hier einfach nur noch das einfache Gebiet. Wir betreten ja gleich erst das Gebiet. Etwas wurde der Pharaonen gestohlen. Ich möchte es zurückbringen. Du gehörst hier nicht her. Dein Fleisch ist unrein, mit Blut besudelt und von Trauer verzehrt. Du kannst Nofretete nicht besänftigen. Ich muss es versuchen. Dann tauche tief in das heilige Wasser ein. Du stehst vor uns. Die Pharaonin ist nicht zufrieden. Du willst ein Relikt von Nofretete auf einem Teller mit unreinen Opfergaben darbieten? Du beleidigst die Götter. Diese Vision ist die Beleidigung. Ich will sie richtigstellen. Dann reinige die Opfergaben, die, welche die Götter auf ihrer heiligen Barke ernähren. Ich merke schon, wir müssen wieder drei Nebenmissionen machen. War vielleicht nicht die schlauste Idee, dann hier als letztes hinzugehen. Ach, da ist der Letzte. Du stehst vor uns. Ja, ihm war er noch daneben. Von allen geliebt. Dieses Relikt. Es wurde Nofretete gestohlen. Du kannst das nicht zum Tempel bringen. Nicht, wenn die Opfergaben verdorben sind. Sie würden Hathor beleidigen. Was ist verdorben? Das Trankopfer muss rein sein. Im Wasser siehst du dein eigenes Gesicht. Doch im Wein das Herz seines Gartens. Oh, das Herz war. Haben wir irgendeine Quest, die hier drin ist? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist im Süden. Das ist im noch weiter im Süden. Und das ist im Norden wahrscheinlich. Ne, auch im Süden. Okay, alles in einer Nähe. Das ist ja okay. Dann lasse ich das erstmal an. Dann brauche ich ja nur noch nach links. Ich finde es merkwürdig, dass... Genau, und hier ist dann der Bosch, den wir noch platt machen müssen. Ich finde es merkwürdig, dass hier schon das Feindesgebiet angezeigt wird, aber das Feindesgebiet erst hier beginnt. Oder nur hier welche sind, sagen wir es mal so. Oder es liegt daran, dass die ganzen Viecher von dort hinten bei dem einen Vorfall hingerannt sind. Wie die größten Volldeppen. Deswegen da hinten keinen mehr rumeiern. Kann ja auch sein. Aber uns fehlen ja noch ein paar Sachen, ne? Muss auf jeden Fall irgendwo drunter oder... Ja, anscheinend muss ich irgendwie runter. Da sind dann auch die ganzen anderen Dudes. Wie komme ich da hin? Durchs Wasser.
Moment, wieso ist hier kein Wasser? Ah. Oh, ja. Zweite Ebene. Oh. Ja, gut, den hätte ich ja mal zuerst killen können. Hier gammeln die ganzen Typen. So. Wie, ich habe schon alle Schätze. Hier waren nur zwei Schätze. Okay. Warum drauf geschissen? Das ist sowieso nur so ein Wiederbeleber. Du bist. So. Ich hab dich. Sterb gefällig. So, weg mit dir. Er hatte noch nicht mal seinen Angriff durchbringen können. Schön. Ja, ich glaube, es wäre besser, wenn wir erst so rumgehen. Sind wir nämlich auch am nächsten. Muss ich nur mal gucken, wie wir hier rauskommen. Komm her, Pferdchen. Jetzt sehen wir auch, ob die vielleicht schon respawned sind. Dann gehen wir nochmal eine Runde und nochmal und nochmal und nochmal. Oh, ich reite falsch. Wieso wollte ich denn nach da? Ich habe keine Ahnung. Alter. Ist aber auch echt schön. Bei dem ersten Gebiet war das ja so ein bisschen nervig mit dem Wasser. Was aber eigentlich gar nicht so gestört hat. Und beim zweiten war es halt sehr hügelig. Und ich hasse es, wenn es hügelig ist. Dann dauert das einfach so unnötig ewig, bis wir dann alles erforscht haben. So, was müssen wir da machen? Müssen wir wahrscheinlich... Ah, ne, wir müssen gar nicht ins Haus. Boah, die ganzen Sachen da unten links. Was ist denn das? Sind wir schon Schlangen? Was? Oh, Mist, Mist! Oh, ich sterbe, ich sterbe. Ja. Ich hab's nicht mehr wegbekommen. Aber Hauptsache, ich habe alles unten angezündet. Feiern. Tempowechsel. Achso, ja. Ja, so ist er nicht interessant. Oh, wie weit weg wir wieder sind. Oh, die ganzen Viecher sind aber respawned. Überall. Dann könnten wir rein theoretisch dann wieder hier überall rumlaufen und das wieder... Oh. Okay, das machen wir aber nicht. Weil wir brauchen die Punkte eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja schon alle Sachen gemeldet, was wir brauchen. Alter, wie heftig ist das? Dann muss man sich einfach nur mal killen lassen. Wahrscheinlich braucht man nur einmal kurz aus dem Gebiet raus und wieder rein. Und dann zack, hat man es wieder alles. Boah. Heftig. Diesmal mache ich es anders. Oh oh.
War vielleicht nicht die schlauste Idee. Noch irgendwo was? Ja, da ist noch was. Da. Verdorbener Wein. Oh. Junge, was für viele von denen hier rumeiern. Ja, die hat davon Wein angelockt. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Vorsichtig. Da hinten sind noch welche. Hier habe ich die Schlange ja schon. Der Wein ist entflammbar. Sehr interessant. Kurz mal alles anzünden. Die eine habe ich vergessen. Verdammte Flammen! Irgendwas? Ach, da. Habe ich nicht gemacht. So. Auch schön alles angezündet. Wunderschön. So, dann machen wir als nächstes. Eigentlich müsste es die andere Quest sein. Die ist nämlich weiter oben. Machen wir erstmal die hier. Die ist nämlich weiter unten. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber dafür haben wir es dann danach ein bisschen näher. Kommt ja am Ende auch gleich hinaus. Egal wie man es dreht oder wendet. Kann ich jetzt schon mal ein Pferdchen rufen? Yeah. Oh, wo ist es jetzt da? Komm her, Pferdchen. Komm mal her. Jetzt wissen wir zumindest, wenn wir den Loot brauchen, dass wir einfach nur hier unten rumeiern müssen. Was habe ich denn da gerade Schönes gesehen? Zack. So, was müssen wir denn hier machen? Da ist wieder ein Skorpion. Ich wollte sagen, die haben bestimmt die Leute hier gerade angegriffen, aber das waren ja gar keine Leute. Da. Wo der Skorpion eigentlich hin? Gut, dann berühre ich den Skorpion erstmal. Oh. Königin Nofretete, lebende Göttin. Große königliche Gemahlin, seine Geliebte, Herrin der beiden Länder, Nefer Uaton, Neferet Iti. Das schwarze Land ist getaucht in das Himmel. Wow, das, puh, das war jetzt echt viel. Königin Nofretete, lebende Göttin. Oh, jetzt ist er aggressiv, jetzt will er es wissen. So, einmal noch, dann können wir den Bogen auf Max machen. Hä, wieder. Okay. Irgendwie hatte ich das an einer anderen Stelle in Erinnerung. Ach so, weil das ist ein Boot, das sich bewegt. Ja gut, das konnte man ja schlecht wissen, wenn man auf die Karte guckt. Finde und verbrenne das unreine Essen. Ja gut, daraus schließt sich auch nicht, dass man auf dem Schiff muss. Okay.
Es ist auch interessant, dass die hier das unrein essen, die angeblichen Wachen von Anubis. Das Kackboons hier. Auch immer so ein Typ hier dabei sein muss. Guck mal. Halt die Backen. Okay. Was war das denn jetzt? Ich habe gehört. Hey. Ein Symbol ihrer Macht und Autorität als Pharaonen. Jetzt geht's wieder in die Mitte. Warte auf mich, Pferdchen. Ich musste mich gerade kratzen. So. Hi. Glauben die eigentlich was Schönes? Das ist nur Deko. Ah, okay. Sind ganz normaler. Wow. Wir werden uns den da auch noch. Die auf dem Weg holen wir uns natürlich noch mit. Gut deutscher Jemon. Gut deutscher. Die immer so rumschreien müssen. Ja, ich hab's auch gesehen. Ich werde es auch nicht wegen jedem Scheiße jetzt überall wieder hinrennen. Rein theoretisch wären sie ja alle gar nicht da.